Hallo Actionfans! Heute möchte ich einen Film besprechen, der uns in eine selige Zeit zurückbomben möchte. In die Zeit, in der Filme aus dem New Image Studio unsere Netzhaut erfreuten und uns Helden präsentierten, die hunderte Kugeln abfeuerten, außer irgendwelchen herumstehenden Flaschen und Bilderrahmen, aber meist nichts trafen. Das mag jetzt ein bisschen despektierlich klingen, aber genau das ist mir von New Image Filmen einfach am meisten in Erinnerung geblieben. Hier mal das Logo des Studios, vielleicht macht es da ja bei manchen Videotheken-Fan noch schneller Klick. Einer der treibenden Köpfe hinter dem Studio, das heute als Millennium Media mit den Expendables und Rambo-Filmen die Action-Fanherzen höher schlagen lässt, war Danny Lerner. Gemeinsam mit seinem Bruder Avi sowie den filmverrückten Trevor Short und Danny Dimwood brachte man als Regisseure und Produzenten Filme auf den Weg wie Cyber Cop, Operation Delta Force, US Seals 2 oder In Hell und The Cutter. Und im Sinne dieser Streifen sollte uns Search and Destroy, der neue Film von Danny Lerner, unterhalten. Doch Moment mal, ist der gute Danny nicht schon seit mehreren Jahren tot? Leider ja, am 6. März 2015 schied er aus dieser Welt. Search and Destroy, der sich in seinem Abspann von Danny Lerner verabschiedet, lag also schon eine ganze Weile rum und harrte seiner Fertigstellung. Meist ist das ja kein gutes Zeichen, was ich hier leider bestätigen soll. Worum geht es in Search and Destroy? Nun, alles dreht sich um Ranger John Carter. Der ist in Afrika unterwegs, um dem Lump Igor Rodin die Hammelbeine lang zu ziehen. Doch daraus wird nichts, denn Carters Team wird heftig dezimiert. Letzten Endes kann der Ranger froh sein, mit dem Leben davongekommen zu sein. Da er sich die Schuld für das Versagen gibt, quittiert er sofort den Dienst und zieht sich irgendwo in die Pampa zurück. Freilich hat Igor Rodin nun nicht den Anstand, seine fieswichtigen Fiesheiten sein zu lassen. Stattdessen entwendet er gehörige Mengen an Giftmüll und lässt drei Wissenschaftler an einer gewaltigen, schmutzigen Bombe arbeiten. Natürlich bekommt God's Greatest Country davon Wind und schickt alsbald nach John Carter. Der ist immerhin einer der wenigen, der Rodin überhaupt identifizieren kann. Nach einer sekundenlangen Phase, in der Carter tatsächlich Unlust am Fieswichtkillen vermelden möchte, ist er wieder mittendrin im Lumpenabschlachten. Mit ein paar Seals geht es diesmal gen Albanien, wo eine wilde Jagd quer über den europäischen Kontinent beginnt. Search and Destroy kommt dank zahlreicher Stock-Footage-Szenen, also Szenen, die bereits in anderen Filmen eingesetzt wurden und Verwendung fanden, wie ein Best-of des New Image Studios rüber. Dabei werden Filme geplündert, die Lerner selbst mitproduziert und teils sogar mitgeschrieben hat. Genannt seien Dangerous Zone, Operation Delta Force 2 und 3, The Sweeper, Shark Attack 2, Derailed und sogar John Rambo. Die irre zahlreichen Szenenentlehnungen sorgen für einen heillosen Flickenteppich, der jedem Filmfan, der ob der Anschlussfehler ein Trinkspiel initiiert, ins Koma schicken dürfte. Mühelos. Als Beispiel sei das Erscheinungsbild des Zuges genannt, in dem die zweite Hälfte von Search and Destroy weitgehend stattfindet. Wenn der losfährt, hat er etwa drei Waggons. Die Waggonanzahl variiert jetzt von Einstellung zu Einstellung. Mehr noch, in der einen Einstellung handelt es sich um Waggons für Passagiere, in der anderen um Waggons für Güter. Und irgendwann wird mal ein Mischmasch angeboten. Noch geil, in der einen Szene zieht ein elektrischer Triebwagen den gesamten Zug. In der nächsten Szene ist es eine Dampflokomotive. Im Inneren werden nach Lust und Laune Passagierwaggons, Güterwaggons und mal Waggons mit einer Panzerung und einer wohnlichen Einrichtung aufgefahren. Dann gibt es Waggons, die enden weithin sichtbar in einer Greenscreen, weil man vergessen hat, den Hintergrund einzufügen. Und der Kracher ist aber ein Waggon mit einer Seitentür, die irgendwo hinführt, nur nicht nach draußen. What the fuck?
Damit sind die Wunder um den Zug aber noch lange nicht abgefrühstückt. Ewigkeiten kann John Cutter, unser Held, durch selbigen latschen, ohne auch nur irgendeinem Gegner zu begegnen. Und irgendwann reicht ein Schaffner Cutter ein Telefon, von dem es im Zug nur zwei geben soll. Wenige Minuten später steht Cutter in einem Waggon, in dem da drei rumstehen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist aber noch gar nichts im Vergleich zu dem einen Moment von Search Destroy, der offensichtlich für die Ewigkeit gemacht wurde. Im Vorfeld wurden ein paar der neuen Zielkumpel von Cutter von diversen Explosionen aus dem tatsächlich mal geilen New Image Film Commando Deep Sea aus dem Leben gerissen. Kurz darauf trennt sich Cutter von den Überlebenden, die daraufhin so traurig gucken, dass Lerner in den Schwarz-Weiß-Modus schaltet und ungelogen eine Montage präsentiert, die mit einer Schmalz-Version des Titelsongs Search and Destroy untermalt wird und die Seals und ihren Ranger beim Lachen, dumm gucken und sterben präsentiert, wem da nicht das Herz aufgeht. Dem geht es vielleicht bei dem unfassbar beknackten Dialogen auf. Hier mal ein Beispiel im Reenactment. Hast du Kinder? Ne. Hast du eine Frau? Ne. Hast du eine Freundin? Ich habe Spot, eine Labradorhündin. Und hier noch ein Beispiel. Gehst du heute Abend mit Michael in die Disco? Nein, Michael ist im Einsatz. Ich gehe mit Thomas, der weiß, wie Tango geht. Dank unfassbar behämmerten Dialogen wie diesen, den wirklich zahllosen Anschlussfehlern, die einfach irgendwem aufgefallen sein müssen, und Einlagen wie der Schwarz-Weiß-Montage, die stellvertretend für diverse "Nun küsst euch doch endlich, ihr Seal-Weicheier!" Momente im Film steht, hat man mehr als einmal den Eindruck, dass Lerner, der alte Fuchs, uns hier eine Parodie auf Actionfilme unterschieben wollte. Dann fällt einem aber wieder ein, dass vor allem die Spezialeinheitenfilme von New Image ähnlich bescheuert und vor allem immer ernst gemeint waren. Und trotzdem traut man dem Braten nicht. Warum etwa läuft in der zweiten Hälfte des Filmes nur noch ein und dasselbe Musikstück, das vielleicht passen würde, würde es auf Pferden über eine weich gezeichnete Graslandschaft reitende nackte Amazonen untermalen? Aber zur Untermalung von Action? Holy shit! Die Schauspieler sind keine Hilfe, um der Frage Parodie, ja oder nein, auf den Grund zu gehen, denn die sind durch die Bank lausig. Die haben aber trotzdem sichtlichen Spaß an ihrem Overacting. Vor allem seitens der Bösewichter wird schon teilweise sehr überdreht. Die Helden dagegen geben sich schweigsam cool, vor allem Dylan Bruce macht als Cutter gar nicht mal so einen üblen Job. Er kommt kernig genug rüber und hat den einen oder anderen dummdoofen Spruch parat. Auch in der Action schaut er ganz ordentlich aus. Diese setzt sich abseits der ganzen Szenenklaus mit fetten Explosionen aus wildem Geballer und etwas Hand-to-Hand-Combat zusammen. Alles reichlich unblutig und wenig brutal, weshalb die deutsche FSK 16-Freigabe mehr als in Ordnung geht. Inszeniert ist die Action leider alles andere als dynamisch oder sonderlich ansprechend, denn Danny Lerner war leider nie ein sonderlich fähiger Bilderstürmer. Blöderweise entschied man sich auch zu versuchen, die Szenenklaus zu verschleiern. Deshalb zoomte man teilweise sehr stark in die Szenen rein, sodass sie sich in der Bildsprache noch deutlicher vom Rest abheben als ohnehin. Ganz zu schweigen davon, dass sie halt auch technisch null mit dem Rest des billig runtergekurbelten Füllmaterials zusammenpassen. Kurzum, wer angesichts von Search and Destroy denkt, er habe die besten Szenen irgendwie alle schon mal irgendwo gesehen, der liegt ob der hier gereichten Stock-Footage-Orgie mehr als richtig.
dass das funktionieren kann. Sogar aus der Hand von Danny Lerner himself hat das Dolph Lundgren-Vehikel Direct Contact bewiesen. Der profitierte von Dolph Lundgren als Held und von besser in Szene gesetzten Füllszenen zwischen den ganzen geklauten Momenten. Zudem transportierten die Füllszenen auch noch ziemlich deftige Action-Einlagen. Aber irgendwie wollte die Reproduktion dieses Erfolgsrezeptes bei Search and Destroy so überhaupt gar nicht klappen. Zumindest wenn man den Film als ernsthaften Beitrag zum Action-Genre begreift. Dann ist er mit zahllosen Anschlussfehlern, miesen Knallchargen, extra doofen Dialogen und harmlosen Action-Szenen ohne platzende Bloodpacks eine einzige Witznummer. Eine Witznummer, die allerdings versucht, immer in Bewegung zu bleiben und nicht langweilig zu werden. Um auch mal was Positives über Search and Destroy zu sagen. Einzig als Parodie auf New Image Spezialeinheiten Kokolores wäre der Film gar nicht mal so misslungen. Allerdings hätte man dann auch seitens Drehbuch und Regie genau diesen Aspekt deutlicher herausarbeiten müssen. Zumal dank eines mit dem Abspann einsetzenden Behind the Scenes schon deutlich wird, dass dieser Film in dieser Art als Beitrag zum Action-Genre definitiv ernst gemeint ist. So bleibt kaum mehr als ein Flickenteppich aus Explosionen, U-Boot- und Tauchszenen, Zugimpressionen, Geballer und groben Unfug, der zumindest mal wieder Lust macht, die Filme zu gucken, aus denen die Highlights geklaut wurden. Das macht am Ende dann immerhin noch 1,5 von 5 möglichen Patronen. Die deutsche DVD und Blu-ray zum Film kommt am 28. Mai 2021 von Leonine und ist, wie erwähnt, mit einer Freigabe ab 16 ungeschnitten. Nun bleibt mir nur noch, euch viel Spaß mit dem Film zu wünschen. Schreibt doch hier in den Kommentaren oder in der Actionfreunde-Community www.liquid-love.de/forum, wie euch der Film gefallen hat. Auf unserer Website actionfreunde.de findet ihr ganz viele Kritiken zu New Image Krachern oder zu PM Studios Krachern oder zu Canon Film Krachern oder, naja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Bis zum nächsten Mal. Ciao.